Das kommt hier rein. Und jetzt seht ihr, dass hier die Abstände auch schon ein bisschen besser passen. Das Ganze passt auch relativ gut in der Länge. Das heißt, da habe ich echt ordentlich gemessen. Im Abstand von 10 mache ich das Stück Multiplex dran. Das heißt, der Abstand ist gleich wie auf der anderen Seite. Und das Stück Multiplex werde ich jetzt erstmal hier festschrauben. Jetzt kann ich die Welle hier durchfädeln. Und dann kann man nämlich auch gleich überprüfen, dass das Ganze an einer Flucht steht. So, das spanne ich jetzt auch erstmal fest. Die Welle dreht sich einwandfrei. Schauen wir mal, ob das Ganze auch rechtwinklig ist. Gut, das ist es halt gar nicht. Das passt einwandfrei. Ich will mich langsam um den Spannmechanismus kümmern. Und die Variante von am Anfang habe ich komplett verworfen. Ich werde es ein bisschen anders machen. Und damit wir damit anfangen können, habe ich als erstes mal hier ein Brett zugeschnitten. Das passt hier wirklich ganz genau rein. Und das werden wir jetzt mal flach und bündig dort reinschrauben. Das bedeutet, wir legen es hier flach an. Ich mache hier mal alles sauber. Mein Frästisch ist wirklich sehr plan. Das bedeutet, den kann ich auch nehmen, um das Ganze auszurichten. So, ich lege einfach alles dort plan hinein. Und dann nehme ich mir hinten so eine Schraubzwinge, nachdem ich hier alles richtig schön reingedrückt habe, und spanne das hier einfach zu. Weil wenn da hinten ein bisschen Spannung drauf ist, wird sich das nirgendwo mehr hin bewegen. Und dann schrauben wir das auch direkt einfach fest. So, ihr seht hier wieder eine Klitze. Aber das sind auch nur alles rechteckige Holzstücke, deswegen habe ich euch nicht gezeigt, wie ich die geschnitten habe. Das habe ich noch vergessen zu schleifen. Das hier ist der eigentliche Spannmechanismus, das werde ich euch gleich zeigen. Aber wie bekommen wir jetzt hier mit diesen paar Holzstückern unseren Spannklotz? Das ist ganz einfach, ich habe das alles so passend zugeschnitten, dass das hier genau reinpasst. Da ist so gut wie kein Spiel und da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Dann habe ich hier vorne diesen Klotz. Der passt hier längs rein und den werden wir jetzt als erstes verschrauben. Und den spanne ich dann auch jetzt mal kurz fest, damit ich es ein bisschen besser verschrauben kann. Und das läuft immer noch relativ spielfrei hier drin. Jetzt kommt hier vorne noch dieser dünne Klotz rein. Der hat auch genau dieselbe Höhe. Ich schraube den nur von innen fest, weil ich mich eben ein bisschen vermessen habe und ich nicht das Ganze nochmal so genau ausschneiden wollte. Das hier geht nämlich ja natürlich auch. Und das läuft immer noch einwandfrei. Jetzt kommt das letzte Holzstück. Und das kommt... Ich habe es jetzt mal richtig zugeschnitten. Das läuft hier drin und das kommt hier... Das ist es ja immer noch falsch. Hier hat noch die Kreissäge. Ich habe es jetzt endlich richtig zugeschnitten. Ich habe einfach manchmal einen Denkfehler. Das hat nichts damit zu tun, dass ich unaufmerksam bin. Das liegt einfach daran, dass ich hier voll meinen Kopf die ganze Zeit anbringen muss. Und nicht daran, dass ich nervös bin oder irgendwas. Ich bin einfach nur manchmal ein bisschen dusselig. Das kennen ein paar von euch bestimmt auch. So, das schraube ich jetzt erstmal fest, bevor ich wieder was falsch mache. Ich will später das Ganze von hier oben spannen und entspannen können. Und dafür müssen wir irgendwie, wenn wir nach unten schrauben, eine Kraft in diese Richtung auswirken. Und da habe ich hier dieses komisch geformte Ding gebaut. Ich weiß auch nicht, ob diese Form hier passt, aber ich werde es einfach mal ausprobieren. So, das kommt als erstes mal hier hinten durch. Das Ganze ziehe ich ungefähr so fest an, dass es gut gespannt ist, aber sich natürlich immer noch bewegen lässt. So, und das Ganze mutter ich jetzt oben, ja. Das konter ich jetzt hier oben. Jetzt könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, wenn das jetzt hier hinten ist und ich hier oben hier runter drücke, dann drücke ich dieses Teil hier raus. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob das stark genug drücken kann. Das werden wir aber einfach mal ausprobieren. Ich habe vergessen, hier als erstes mit dem 20er Forstnerbohrer das Ganze zu senken, damit dort die Mutter rein kann. Deswegen habe ich es jetzt einfach festgespannt. Beziehungsweise spanne es mal richtig fest. Damit ich es jetzt auch ohne Zentrierspitze bohren kann. Dafür müsst ihr auch natürlich hier euren Tisch dann festspannen.
perfekt. Nein. Nein, es war die falsche Seite. Schusseligkeit hat einen Namen. So, das kommt jetzt hier durch. Und jetzt muss die Überzeugung kommen und das nennt sich Hammer. Ich würde sagen, das hat funktioniert. Natürlich wäre es direkt besser gewesen, das von der anderen Seite reinzuschlagen, aber für die Not wird das jetzt auch erstmal funktionieren. Ich habe gerade wieder ein Brettchen zugeschnitten. Ich werde nicht jedes Mal filmen, wenn ich ein Brettchen zuschneide. Das brauche ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall die komplette Abdeckung. Das wollen wir jetzt auch einstellen, dass das vernünftig passt. So, das schieben wir mal ganz rein. Und das kommt jetzt hier drauf. Und hier ist es jetzt wichtig, dass das Ganze gut beiliegt, damit wir nicht so viel Spiel haben. Und das Schleifpapier passt hier immer noch drüber. Jetzt spanne ich es mal mit Schleifpapier, ob das auch funktioniert. Und es funktioniert. Ein Tag ist vergangen. Ich habe gestern noch ein bisschen hinter der Kamera gearbeitet. Keine Panik, das war genau derselbe Schritt wie bei hier dieser ersten Walze. Nur, dass hier der Schaft ein bisschen länger ist. Ihr müsst halt auch einfach auch schauen, dass euer Schaft so lang ist, wie er eben sein muss. Bei euch halt, euer Motor ist vielleicht eine andere. Diesmal habe ich aber die Löcher, habe ich an meiner Drehbank gebohrt. Ich habe einfach den Schraubstock habe ich repariert, damit ich die Löcher unten bohren kann. Da ging das ein bisschen genauer hier in der Drechselbank. Die ist einfach nicht dafür ausgelegt und jetzt sind die Löcher auch genau in der Mitte. Das ist super gut. Ich werde jetzt hier diese Walze runterdrechseln. Ihr werdet das nur noch kurz sehen, weil ihr es am Anfang schon gesehen habt. Und dann kann ich den Kantenschleifer schon ein bisschen weiter zusammenbauen. So, ich habe jetzt hier die Antriebswelle fertig. Die ist nicht hundertprozentig genau. Die ist jetzt, glaube ich, einen Millimeter kleiner. Wird aber kein großes Problem sein. Die werden wir jetzt auf jeden Fall mal einbauen. Eben habe ich auch hinter der Kamera hier noch diese 12 mm Multiblack-Stücker zugeschnitten. Das ist wie gesagt genau das gleiche wie hier gewesen. Genau. Jetzt wird das hier reinkommen. Und hier die Abdeckung kommt hier rüber. So, das ging jetzt doch relativ einfach noch drauf. Ich glaube, manchmal muss die Kamera einfach kurz weg. Dadurch, dass wir die ganzen Löcher hier schon vorgebohrt haben und schon alles einmal verschraubt haben, passt das jetzt ganz einfach und wir müssen uns hier nicht verrückt machen. So, und der Bandschleifer ist fertig. Hey, das sieht auch schön aus. Mir ist aufgefallen, hier ist noch die Schraube. Die schaut noch raus, die werde ich gleich versenken. Aber dann werde ich mich hier oben um den Einsteller werde ich mich dann hier kümmern. Denn ihr seht, da wo der Schraubenzieher ist, wird später einfach eine Stellschraube hinkommen. Die ist ganz wichtig. Diese Mutter hier habe ich mir eben auf diesen Gewindestab hier drauf geschweißt und einfach hier vorne ein Stückchen abgedreht, eine Phase dran gemacht und habe jetzt hier ein Loch mit dem Forstnerbohrer gebohrt und die Schraube schlage ich jetzt einfach hier rein. Und jetzt haben wir eine Stellschraube hier oben. Und das abgesenkte Loch hier kann ich jetzt die Schraube einschlagen, wenn ich sie finden würde. Hier kommt jetzt eine Schraube rein, die verhindert einfach, dass die Welle dann abhaut. Und so bleibt es dann immer in ihrer Position. Die war eben ein bisschen länger, deswegen habe ich die jetzt gekürzt, weil das Gewinde in der Welle nicht so sonderlich gut war. Was ist denn da los? Da seht ihr, die Gewinde hier sind nicht gut. Und ich habe auch noch keine richtigen Unterlagscheiben. Deswegen improvisiere ich jetzt einfach und hole zwei Sorten. Ihr seht, hier hat sich ein bisschen was verändert. Wirklich nicht viel, deswegen habe ich auch das nicht gefilmt. Das ist einfach hier diese rechteckige Platte mit einem Loch drin, dass die Welle durchpasst. Denn jetzt werden wir nämlich mit der Befestigung für den Motor anfangen. Die Größe hier könnt ihr euch so vorstellen, dass das später die Größe sein wird, auf der man dann schleifen wird. Das ist der Schleiftisch. Zu Beginn habe ich mir gedacht, dass ich mir einfach hier diesen Motor schnappe und schraube den hier direkt drauf. Aber als ich dann das Band drauf hatte, habe ich gesehen, so das geht ja gar nicht, da ist ja das Band. Ganz logisch. Jetzt werde ich es anders machen. Ich werde mir hier eine Platte holen. Die wird im Prinzip hier befestigt. Das hier ist so der Hauptbefestigungspunkt. Wird aber dann hier in diese beiden Richtungen laufen. Und dann muss ich es hier halt wirklich sehr, sehr gut verstreben, damit das stabil genug ist. Ich muss das so positionieren,
dass dieser Punkt hier auf dieser Welle endet. Ich lasse hier natürlich ein bisschen Luft, da muss ja noch die Riemenscheibe drauf. Und das werden wir jetzt machen. Wir schneiden jetzt hier so eine große Platte zu mit zwei sehr, sehr großen und starken Winkeln, damit wir dann hier diesen Motor mal endlich festschrauben können. Ich habe jetzt hier so ein paar Klötze. Die werde ich jetzt hier einfach mal raufschrauben. Jetzt werde ich dir zeigen, wie ich die Keilriemenscheibe für diese Welle hier machen werde. Da müsst ihr noch ein bisschen mehr aufpassen, dass die nicht durchdreht und dass die richtig sicher montiert ist. Deswegen zeige ich euch das gerade an der. Ich habe es nicht ausgerechnet, ich muss zugeben, ich war ein bisschen lahm im Kopf und habe es nicht so richtig hinbekommen. Aber ich habe so einen ungefähren Wert, den ich ausgerechnet habe, der passt einigermaßen, aber ist nicht hundertprozentig. Ihr könnt es genau ausrechnen. Ich würde euch, also die gekauften Varianten haben 20 Meter pro Sekunde hier auf dem Band. Ich habe ausgerechnet, wenn das hier 8 cm hat und das hier 13, glaube ich, dann habe ich hier um die 11 Meter pro Sekunde. Das habe ich jetzt ein bisschen größer gemacht, das werde ich immer noch 13 machen, das müsste eigentlich in Ordnung sein. Ich will mich aber nicht zu sehr festlegen an den gekauften Varianten. Ich werde sehen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, werde ich entweder ein größeres oder ein kleines Rad machen. So einfach ist es. Ich werde es aus Birken Multiplex auch machen. Das hier ist 18er Birken Multiplex und das hier werde ich auch aus dem gleichen Material machen. Dazu habe ich mir einfach den Radius hier auf meinem Zirkel markiert, beziehungsweise eingestellt, und den ziehe ich gerade hier mal lang, weil ich merke gerade, ich habe ihn aufs Maß gestellt, aber ich brauche ja ein bisschen Übermaß, deswegen habe ich ihn gerade noch ein bisschen größer eingestellt. Die Mitte müssen wir uns auch wieder unbedingt markieren, das ist sehr, sehr wichtig. Das mache ich gerade hier so mit einer Spitze. Und wir wollen das Ganze auf der Drechselbank machen. Ich möchte das Ganze wirklich sehr, sehr rechtwinklig zur Drechselbankspindel spannen. Deswegen bohre ich ein Loch durch. Da kann ich einfach auf der anderen Seite in der Mitte meinen Mitnehmer reinpacken. Und das Teil schneide ich dann direkt auf der Bandsäge aus. Und jetzt seht ihr auch gleich schon direkt, was ich meine, warum ich hier diese zwei, warum ich das Loch durchgebohrt habe. Jetzt habe ich hier links die Spitze und hier rechts die Spitze und die laufen ja genau mittig ineinander. So habe ich dann jetzt hier direkt meinen Mittelpunkt gefunden. Und wenn ich es jetzt drehe, läuft es einigermaßen rund. Ich klemme das jetzt noch ein bisschen, dann müsste es auch noch ein bisschen besser laufen. Und dann kann ich auch schon meine Keilriemenform eindrechseln. Kleiner Tipp, ihr könnt euren Keilriemen links rumdrehen, dann könnt ihr es besser gleich dran halten, um zu überprüfen, ob das passt. Da muss jetzt noch ein 20er Loch rein, damit wir das auch auf die Welle stecken können. Ein Tag später, ihr seht, hier ist der Kantenschleifer und ihr seht hier dieses Teil. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die letzte Aufnahme war. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall so den Spannmechanismus für den Motor bauen. Hier wird der Motor ja später drauf kommen und da muss in die Richtung weggeschoben werden, dass ich der Keilriemen auch spannen kann. Da werde ich jetzt hier eine Führung anbringen. Das bedeutet, wir müssen hier das nochmal auseinanderschrauben und eine 12 mm Nut reinfräsen. Und darüber wird das dann Ganze geführt und später sind hier einfach zwei Stellschrauben, mit denen man dann alles festzuhören kann. Hier soll ja meine Nut rein und da soll dann später hier so ein 12er Multiplex-Stück das Ganze einfach führen. Das bedeutet, wir brauchen eine Nut, die ein bisschen tiefer ist als ein 12 mm Stück. Das hier ist jetzt ungefähr ein Millimeter. Ja, das wird dann auch schon reichen. Schauen wir mal, ob die Fräse das alles mit einem Gang packt. Ihr konntet sehen, die Fräse hat es gefräst, aber würde ich hier auf jeden Fall nicht nochmal so machen, denn das ist einfach viel zu viel Last gewesen. Es hat funktioniert, definitiv, aber es ist halt nicht so gut für alles. Das hier war für mich nur so ein Test, ob jetzt diese selbstgebaute Konstruktion das auch mitmacht. Ihr seht, ich habe hier ungefähr 13, 14 mm tief gefräst und einen 12er Fräser benutzt. Dabei sind das wirklich super billige Fräser. Also bin ich echt überzeugt von meinem Eigenbau hier. Gibt es übrigens auch ein eigenes Video. Ich kann gar nicht genug Werbung für machen, weil ich das Teil so cool finde. Dieser Schlitten hier wird ja so dran vorbeilaufen. Hier wird der Motor sitzen und hier werden zwei Schrauben hinkommen, mit denen man alles festziehen kann. Hinten dran sitzt der Kantenschleifer und das bedeutet, wir müssen das gleich nochmal alles abschrauben. Aber davor fräsen wir als erstes hier zwei Nuten, durch die dann hier später hier diese großen, ich glaube M10, ja, durch die dann
das M10-Gewinde reinkommt. Ich habe die Fräse jetzt parallel eingestellt. Das bedeutet, ich habe hier einfach an meinem Anschlag gemessen, dass hier auf beiden Seiten nur in 20 steht. Und jetzt werde ich mir links und rechts einen Stopp anbringen. Und das ist ja echt praktisch, denn ich habe ja extra so eine Lippe vorstehen lassen, damit ich hier auf der Kante spannen kann. Das habe ich bei anderen Fräsern noch nicht gesehen. So kann ich jetzt hier ganz einfach einen Anschlag anbringen. Für den Anschlag habe ich eigentlich hier diese Tenut-Schienen auch angebracht, aber ich habe jetzt noch keinen Anschlag, deswegen spanne ich das jetzt einfach hier so dran. Dieser Fräser hier fräst nicht über Mitte, das kann man aber einfach so ein bisschen übergehen, indem man das Brettchen so ein bisschen bewegt. Fertig ist unser Langloch. Das ist echt cool, sowas mit einer Fräse zu machen. Früher hatte ich ja auch keinen Frästich, aber zum Glück habe ich jetzt einen. Hier habe ich schon einmal ein bisschen verpatzt, denn da habe ich einmal das Ganze ein bisschen schief gehalten. Ich habe hier die Löcher ein bisschen groß gebohrt. Ich dachte, das passt wie bei den Muttern relativ gut. Ist aber jetzt auch kein großes Problem. Dann schraube ich hier einfach in die Kanten Schrauben rein, damit die das Ganze ein bisschen blockieren. Die Führung kann jetzt hier von den Schrauben gleich festgespannt werden, aber dann brauchen wir natürlich noch eine weitere Führung hier unten, die das Ganze wirklich regelt. Dass der Motor auch nicht kippen kann oder sonst irgendwas. Und das markiere ich mir, beziehungsweise schraube ich jetzt hier fest. Hier seht ihr den Teil, was ich gerade hergestellt habe. Das ist ein Ring, den habe ich innen ausgedreht. Und hier eine kleine Schraube angefertigt, mit der man dann die Welle festhält, damit die nicht wegrutscht. Du sagst jetzt, Philipp, hey, wie soll ich das Ding nachbauen, wenn ich keine Drehbank habe? Ganz einfach, die Dinger hier gibt es fertig zu kaufen. Ich schaue, ob ich was finde, dann werde ich was direkt in die Videobeschreibung packen. Aber ich denke, hätte ich gewusst, dass ich das Ding direkt brauche, hätte ich es auch gekauft, weil es einfach schneller geht und die Dinger nicht viel kosten. Aber war für mich eine ganz einfache Übung. Ein bisschen innen drehen, ein bisschen außen drehen, abstechen und so weiter und so fort. Dieses Teil hier wird hier auf die Welle kommen. Und das verhindert einfach, dass sich die Welle bewegen kann. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ich werde das jetzt mal festziehen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich da eine kleine Bohrung an der Welle anbringen soll. Ich weiß nicht, ob das gut wäre, weil der Außenring hiervon eben nicht so groß ist, aber ich denke, das hier müsste eigentlich reichen. Ja, ich werde es einfach mal so lassen. Wenn es löst, kann ich es immer noch richtig festmachen. Guck mal nur zurück, ich bohre auch direkt eine kleine Vertiefung drin. Mit später irgendetwas zu machen, kenne ich mich selbst. Das mache ich dann eh nicht. Ich habe wirklich nur stumpfe Bohrer. So, das kann ich jetzt hier rüberschieben. Und jetzt kann ich es festschrauben und das hält jetzt richtig, richtig gut. Das hier ist ja unsere Abtriebswelle, beziehungsweise unsere Abtriebskeilriemenscheibe. Und wir müssen irgendwas machen, dass sich hier diese Welle nicht durchdreht hier drin. Und dafür habe ich hier diesen Klotz. Den werde ich gleich hier drauf schrauben. Also mache ich den jetzt als erstes mal hier drauf. Dann kommt hier die Keilriemenscheibe drauf. Und das kann ich jetzt miteinander verschrauben. Eben, als ich hier diesen Kreis hergestellt habe, habe ich hier als mit einem Holzbohrer reingebohrt. Und jetzt kann ich mit einem kleinen Bohrer, kann ich durch dieses Loch mir die Position an der Welle markieren. So, das müsste auch eigentlich schon reichen. Und jetzt kann ich das hier, das ist aber gut drauf, das kann ich jetzt wieder lösen. Dieses komplette Gebilde. Ich habe jetzt hier eine Markierung auf meiner Welle und da kann ich jetzt ein Loch reinbohren. Und durch. Jetzt kann ich wieder hier ein Rad draufbringen, das selbstgebaute. Jetzt kann ich hier auch noch ein bisschen Holzleim drunter geben und hält es nochmal ein bisschen besser. Und jetzt kann ich hier eine richtig große Holzschraube quer durch alles durchschrauben. Und ich hoffe, das wird halten. Ich weiß nicht, ob es halten wird, aber ich bin da nicht mal so negativ gestimmt hier. Jetzt muss ich den Motor ausrichten hier auf meiner Plattform. Und das mache ich jetzt einfach per Auge und es passt perfekt. Das zeigt mir wieder mal, dass man mit dem Auge
vieles echt gut ausrichten kann. Und das Ding ist erstmal zu positionieren, werde ich hier vorne zwei große Holzschrauben reinschrauben. Die haben den Vorteil, dass die komplett ins ganze Gehäuse gehen. Deswegen auch sehr stabil sind. Und hinten werde ich dann größere Schrauben reinmachen. Richtige Maschinenschrauben. So Leute, allererster Versuch. Den Motor habe ich eben mal laufen lassen. Ich habe ehrlich gesagt richtig Schiss gerade, dass da irgendwas wegfliegt. Aber mal schauen. Alter Falter! Alter, das funktioniert sogar! Leck mich am Arsch! Mal wieder ein kleiner Zeitsprung. Ich möchte euch natürlich nicht langweilen. Das hier ist jetzt ein Kasten, der ist da drunter geschraubt und so wird die Maschine später auch im Einsatz sein. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Panik, das war wirklich nicht aufwendig, das war auch nicht viel Arbeit. Ich werde es dir einfach kurz zeigen, denn das ist wie gesagt nur ein kleiner Halter, damit die Maschine nicht rumfällt. Hier unten seht ihr ein relativ großes Loch. Das Loch ist einfach nur dafür da, dass falls ich die Maschine mal spannen muss, ich hier unten einfach die Möglichkeit habe, da kann ich hier die zwei Mutter lösen und dann kann ich den Motor wieder spannen bzw. entspannen. Dieses komplette Teil werde ich später auf ein Gestell setzen. So ein Gestell wie meinen Frästisch, das wird auch noch die gleiche Höhe ungefähr sein. Und so kann ich einfach beides individuell gut bauen. Und ich glaube, ich werde jetzt als erstes mal mit dem Gestell anfangen, denn wenn ich das Gestell gebaut habe, kann ich die Maschine auch schon durch meine Werkstatt rollen und viel angenehmer an der Maschine arbeiten. Ich habe die gleichen Rollen drunter und ich denke, ich werde auch ein paar Schubladen verbauen, die auch so groß sind. 125er Rollen. Und eine weitere Sache, das ist der Preis von dem Multiplex.